Mein Name ist Anthony Lee und ich habe die Schnauze voll. Ich finde, das kann man alles sehr gut erklären. Zum Beispiel 600.000 Euro aus für die Stärkung von Toleranz in Indonesien. Ich glaube, stimmt das? Die konkrete Zahl kenne ich nicht, aber 600.000. Wenn Sie die vorlesen, würde ich Ihnen gerne mal vertrauen. Wir geben 6 Millionen aus für 6 Millionen für Umweltschutz in Albanien. Mercosur. Ja, mir wird ja immer nachgesagt, ja, der Lee ist gegen Freihandelsabkommen. Nein, überhaupt nicht. Total, vollkommen in Ordnung. Aber es kann doch nicht wahr sein, dass da drüben irgendwelche Leute was entscheiden, die keine Ahnung haben von dem ganzen Stress der Arbeit, die wir jeden Tag durchleben, den Druck, den wir aushalten müssen. Nichts davon können die auch nur ansatzweise einschätzen. Wie hoch ist die Durchschnittsrente in Deutschland? Durchschnittsrente kenne ich tatsächlich nicht. Haben Sie eine Idee? Nee, tatsächlich keine konkrete. Ungefähr. Ich würde davon ausgehen, dass wir um die 2000 Euro umliegen. Durchschnittsrente? Mhm. 1543 Euro. Das ist nochmal ein Stück geringer. Nach 45 Jahren Arbeit. Mhm. Und die sagen uns, ja, ihr müsst euch aber jetzt mit dem Brasilianer messen, der mit Mitteln arbeitet, die bei uns seit 20, 30 Jahren verboten sind. Oder mit den Spaniern, wo es 3 Euro irgendwas Mindestlohn gibt. Und bei uns drücken sie 14 Euro auf. Ich gönne jedem das Geld. Aber ganz ehrlich, Freunde, wo leben wir denn, wenn der Amerikaner, der Japaner oder demnächst der Chinese hier Autos importieren würde und sagen, Bremslichter braucht man nicht. Bremsen reicht ein Anker. Braucht man nicht. Das ist doch nicht normal, sowas. Dann würde VW und Audi sagen, ihr habt einen Nagel im Kopf. Aber wir sollen es machen? Nein! Wenn 315 Millionen Euro ausgegeben werden für Fahrradwege und Buslinien in Peru und man in Deutschland sagt, 800 Millionen Euro für die Landwirte und den Agrardiesel haben wir nicht mehr, ist es tatsächlich schwer zu erklären. Die Politik hat einen Auftrag, nur einen einzigen, Rahmen zu setzen. Und in diesen Rahmen, da müssen wir als Unternehmer, als Selbstständiger agieren. Das ist unser Berufsrisiko. Wir können mit allem klarkommen, mit dem Wetter, ob trocken, ob nass, ob Flut, wie bei uns jetzt gerade, oder aber mit irgendwelchen anderen Krankheiten, die wir haben, da kommen wir mit klar. Das ist unternehmerisches Risiko. Aber das größte Unternehmerrisiko sitzt da in der Bude. Wenn hier gesagt wird, ihr könnt es euch nicht vorstellen, dass ihr uns die Luft abschnürt. Melva Idehoff, meine gute Freundin, kam gerade auf die Bühne. Die ist Mutter von 3 Kindern. Die hat ein Unternehmen, die baut gerade um, die investiert, die geht Risiko ein, ohne Ende. Die hat wahrscheinlich genau wie ich und ihr alle schlaflose Nächte, weil ihr nicht wisst, wie es demnächst weitergehen wird. Das können die sich überhaupt nicht vorstellen. Die hat doch was Besseres zu tun, als 540 Kilometer auf dem Schlepper hier in diese Hauptstadt zu fahren für einen Tag Demonstration. Das musst du dir mal vorstellen, was hier heute passiert ist. Darunter, da standen wahrscheinlich Tausende, wenn nicht sogar 10.000 Schlepper. Tausende stehen noch vor Berlin. Meinen die allen Ernstes, wir machen hier einen Ausflug? Ich habe manchmal die Vorstellung, dass die glauben, die Bauern machen mal einen kleinen Ausflug. Wie die, wenn die mal irgendwo hinfahren, um eine Party zu machen. Wir stehen hier, weil es um unseren blanken Arsch geht. Die Bauern auf die Straße getrieben hat und vieles, vieles mehr. Die verstehen zum Beispiel nicht, warum wir so viel Geld für Migration ausgeben. Aber die 1 Milliarde, die da jetzt unbedingt gekürzt werden muss, die haben wir dann nicht mehr da in diesem Bundeshaushalt. Können Sie das nachvollziehen? Dass das heute Morgen mit Markus Wilber führt, hier mit dem Fahrrad einmal runter und wieder hoch. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die kamen auf mich zu. Ich schätze mal grob 30% haben mit Landwirtschaft gar nichts zu tun. Das sind Handwerker aus allen Bereichen. Da sind sie. Wo sind die Nicht-Landwirte? Hände hoch. Guckt euch das doch mal an. Wir stehen doch hier alle zusammen. Nicht, weil wir, wie Milva immer sagt, eine bessere Work-Life-Balance haben wollen oder eine 32-Stunden-Woche. Es ist doch bezeichnend, dass eine Berufsgruppe hierher kommt, die 48,5 Stunden im Durchschnitt arbeitet in diesem Land. Das ist doch abenteuerlich. Wir produzieren das wichtigste Gut auf diesem Planeten und wir müssen darum betteln, dass wir das weitermachen dürfen. Wie krank ist diese Gesellschaft geworden? Weil es sich nicht mehr so richtig lohnt, irgendwie sich wirklich anzustrengen, führt möglicherweise auch eine Linie hin zu dem Erfolg der AfD. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, der Erfolg der AfD hat nichts mit der AfD zu tun? Sondern der Erfolg der AfD kommt vor allen Dingen daher, dass sie einen Misserfolg, eine Pleite, um es mal so zu sagen, nach der anderen hinlegen.
In jedem anderen Land, ich schwöre es euch, in jedem anderen Land, da würde man auf die Knie fallen vor euch, weil ihr jeden Tag euch den Arsch aufreißt. Für was denn? Für einen Hungerlohn? Ihr geht ja noch nicht mal für Mindestlohn auf die Straße. Ich kenne viele Berufskollegen, die haben Geld dabei gelegt in den letzten Jahren. Und da müssen wir uns hier von der Hauptstadtpresse anhören, wir haben die größten Gewinne aller Zeiten gemacht. Ich frage mich, auf welchem Planeten leben die denn überhaupt? Wissen die denn, dass wir mit 115.000 Euro, wenn wir das überhaupt machen, dann immer noch die Angestellten bezahlen müssen und so weiter? Ist denn das überhaupt klar? Betriebskosten? Steuern? Lindner steht ja da und sagt, er braucht dringend Steuern. Der hätte übrigens heute zu Hause bleiben können, da hätte er sich einen Gefallen mitgetan. Alles, was er euch gesagt hat, war eine Farce! Ich bin neben Wiesen, Feldern und dem Wald aufgewachsen. Als Chef des Bundesforstes kenne ich die Forstwirtschaft. Ich bin Jäger. Ich bin schon fertig, wenn ich den Pferdestall einmal ausgemistet habe. Deshalb weiß ich, was das für eine Arbeit ist, es den ganzen Tag und jeden Tag zu machen. Und jetzt sage ich mal was, was noch gar keiner gesagt hat. Nicht Schuld hat unbedingt die Politik, die da sitzt, sondern ich sage euch, wer Schuld hat. Die angebliche vierte Gewalt in diesem Land. Wie kann es denn sein, dass allen Ernstes so gehetzt wird, und das sagt man, wirft man mir immer vor, gehetzt gegen eine Berufsgruppe, die dafür sorgt, dass man so nachhaltig Landwirtschaft betreibt, wie es auf diesem Planeten möglich ist, dann soll mir jetzt einer sagen, wer es besser macht. Und das andere Thema ist schlicht und ergreifend die Frage, dass du alles sozusagen sofort für rassistisch erklärst, wenn jemand sagt, pass auf, wir müssen jetzt mal ein paar Dinge als Gesellschaft einfach verhandeln. Wird dann einfach als rassistisch irgendwie weggepackt und geächtet und damit bist du raus aus dem Diskurs. Würden Sie sagen, da hat er recht, sowohl Herr Geiges als auch Herr Ferguson. Sie, auch jetzt wieder, ich erlebe das. Aber wir müssen darum betteln, dass wir 21 Cent von dem beschissenen Diesel zurückbekommen, den wir so effizient einsetzen, wie es niemand auf der Welt macht. Normalerweise müssten doch die ganzen Klimaaktivisten hier stehen und sagen, Lindner, du bist bescheuert, gib den Bauern die Kohle, die machen es so umweltfreundlich, wie es nur geht. Wir müssen den Klimaschutz weltweit voranbringen. Jede eingesparte Tonne CO2 zählt. Und wir haben uns im Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet, dass wir das nicht nur in Deutschland tun, das würde auch gar nicht reichen, sondern dass wir auch auf der Welt mithelfen. Und wenn es dann gelingt, in Peru CO2 einzusparen, ist das oft viel günstiger als das, was wir hier tun können. Es ist doch eine Unverschämtheit, allen Ernstes dieser Berufsgruppe, die, wie gesagt, so nachhaltig und so umweltfreundlich, klimafreundlich, mit den höchsten Sozialstandards und den Tierwohlstandards überhaupt. Es muss doch jedem Tierschützer auch klar sein, wir können sicherlich besser werden, aber wenn es andere machen, dann haben wir gar keinen Zugriff darauf, wie wir das Tierwohl gestaltet. Wir können doch in Deutschland, wenn wir die heimische Tierhaltung behalten, immer noch Zugriff drauf haben. Die da drüben in dem Affenkäfig können immer noch sagen, ihr müsst uns so und so machen. Wenn wir weg sind, dann kommt es irgendwo her mit einem beschissenen Schiff aus Übersee, aus Brasilien. Es fahren 60. Gerade die Landwirte leiden am meisten unter den Klimaveränderungen. Sie sollten ein Interesse daran haben, dass wir so viel noch geht von diesen Veränderungen stoppen. Liebe deutsche Mitbürger, lieber Mittelstand, deswegen brauchen wir euch. Wir müssen gemeinsam, und ich sag's euch eins, wenn wir was geschafft haben in dieser Woche, haben wir gezeigt, dass dieses Land, wenn es will, etwas bewegen kann. Und wir müssen geschlossen zusammenstehen. Lasst euch nicht spalten. Ja, die Diskussion spitzt sich zu. Ich finde aber in die absolut falsche Richtung. Es muss euch scheißegal sein, was sie sagen. Wir stehen als lupenreine Demokraten zusammen und wir sorgen dafür, dass dieses Land wieder auf Kurs kommt. Und dafür brauchen wir Geschlossenheit. Und wie ich weiß ganz genau, seit dem Ahrtal habe ich es gesehen, wenn dieses Land will, dann kann es Dinge vollbringen. Da bewundern uns andere auf diesem Planeten. Ich sag das jetzt mal, weil ich auch einen britischen Pass habe und anders aufgewachsen bin als ihr vielleicht. Es ist nicht schlimm, stolz auf seine Nationalität zu sein, auf seine Nation zu sein, auf Europa zu sein. Und es ist auch nicht schlimm, weil einige Pressevertreter, ich weiß es genau, jetzt schon wieder genau gucken, genau darauf warten,
ich will nicht gemein sein, aber ich habe es gestern schon wieder erlebt, ich habe es diese Woche erlebt. Einige warten nur darauf, uns schlecht zu machen. Haben sich da ja auch Abspaltungen vollzogen. Also es gibt die schon genannte Bewegung Landschaft Verbindung, wo man durchaus Tendenzen beobachten kann, dass man sagen kann, also geht schon in eine rechtere Richtung. Wir sind nicht schlecht. Hier steht das Personal von Deutschland, was dafür sorgt, dass wir in der Lage waren, im letzten Jahr 61 Milliarden Euro ins Ausland zu verschenken für teilweise völligen Quatsch. Und wir haben genug Geld, Herr Lindner. China kriegt übrigens von uns 86 Millionen Entwicklungshilfe. Ne? Das aber auch noch mit China, die sind mittlerweile ein Riese und kriegen immer noch, nicht mehr massig, aber immer noch auch Geld aus ihren Töpfen. Nein, China bekommt kein Geld aus der Entwicklungszusammenarbeit. Es gibt auch noch mal eine halbe Million für ökofeministische Entwicklungsalternativen in Südafrika. Das sind Dinge, von denen wir sehr konkret profitieren. Wenn wir allen Ernstes Spirenzchen machen, indem wir zum Beispiel 10 Milliarden Euro für den Aufbau eines Katasteramts in Kolumbien bereit haben, wenn wir dann Millionen bereit haben, um Treibsand in China irgendwie wegzubekommen, ich habe keine Ahnung, wie die es vorhaben, wenn wir einer Nation wie Indien bis 2030 10 Milliarden Euro, da sind 9 Nullen dran, in den Arsch reinschieben, eine Nation, die zum Mond fährt und China immer noch Entwicklungshilfe bezahlen, dann sind wir bekloppt! Dass möglichst viele Menschen zur Wahl gehen, dass möglichst viele Menschen demokratische Parteien wählen und in meinen Augen am allerliebsten Grüne wählen. Und damit es wieder keiner falsch versteht, ich habe das neulich schon mal gesagt, es ist nicht verkehrt, Entwicklungshilfe zu bezahlen, aber das, was wir da machen, das ist pure Ideologie. Der Afrikaner, die Frau in Afrika, die braucht keine Solaranlage auf dem Dach. Die braucht Bildung. Die wollen rechnen lernen. Das ist vollkommen in Ordnung, in Bildung zu investieren, weil Bildung ist der Schlüssel für alles auf dieser Welt. Aber es ist doch vollkommen bekloppt, irgendwo einfach Peru, also ist für mich das beste Beispiel, Radwege in Peru, ich habe es für Witz gehalten, aber wollt ihr mich verarschen? Das ist eine Frechheit. Erstmal zu Hause die Hausaufgaben machen, wenn dann was über ist, dann geben wir es gerne ab. Irgendwo soll das Geld für die Bauern eben herkommen. Und da will der Landwirtschaftsminister den Bürgern in die Tasche greifen und da an der Supermarktkasse einen ordentlichen Aufschlag einrichten. Nochmal sagen, Freunde, lasst uns bitte zusammenstehen. Und wenn wir zusammenstehen, das hat die Jahrhunderte der Geschichte gezeigt, wir brauchen 3 Millionen Menschen auf der Straße. Wenn überhaupt. Und die sind wir. Weil in diesem Land haben nach Umfragen 80% die Schnauze voll von dieser Ampel. Und 80% sind ein bisschen mehr als 3 Millionen. Und ich bitte euch, dass wir diesen Druck aufrechterhalten. Wir wollen hier keine Ampel stürzen oder so ein Quatsch. Die Ampel hat die Chance, was zu verbessern. Die hat wirklich die Chance, eine echte 180-Grad-Wendung zu machen. Und keine Baerbock'sche, und dann kann die in die richtige Richtung fahren. Aber sie muss es doch wollen. Und wenn sie es nicht will, dann muss sie weg! Ich danke euch und wir kämpfen weiter. Danke! Ja, ich meine, super. Danke. Ehrlich. Freu mich. Ja, komm, wir machen Omni. Egal. Red weiter. Ist ein guter Junge. Ist ein guter Junge.